Da sind wir wieder bei Watch Dogs Part 3. Tom ist am Schnissel mein Nissel. Der Toy hat das jetzt schon geöffnet gehabt, ne? Ich glaube ja. Na klar. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich wirklich hier, wir haben ja hier einige Optionen an Ablenkungsmanöverierentiritätsnierungs. Okay, der Typ guckt gerade nicht. Betreten ein Sperrgebiet. Okay, das ist jetzt so ein bisschen der Stealth-Modus. Wie komme ich denn hier hochklettern? Okay. Oh oh. Jetzt können wir ja theoretisch den Lift auch benutzen. Der sieht uns nicht. Alles safe. Doch, scheiße. Das war jetzt nicht so stealthig. Ich hab gedacht, ich kann ihn irgendwie greifen oder so. Wie war ein Nahkampf? Kreis. Kreis. Okay, nee, Kreis war klettern. Und Nahkampf. Stimmt. Lukas, boah. Oh, wirklich jetzt? Oh, das ist natürlich blöd. Nein, dann nochmal. Okay, aber was war denn das jetzt für einer? Ist die Frage. Aber irgendwo hier war das, ne? Da oben. Wie hieß denn der? Wisst ihr noch? Nee. Ja, der kam hier auf jeden Fall ringerannt. Der läuft hier rum gerade. Hacken kann ich das gerade nicht. Ich muss weg. So, wir hatten noch irgendwas gesprengt, ne? Oh, ich hab's. Ne, den Wachtmann. Geh mal rechts. Der hier hatte den. Ah ja, Tatsache. Den. So. Gut, dann wissen wir schon mal, wer es ist. Und jetzt benutzen wir den, um die Server zu erreichen. Sag mal, können wir nicht einfach mit den Kameras uns einfach durchhacken, bis wir dann da sind? Ja, kann sein. Aber wir müssen den. Nein. Doch. Guck mal, gehen wir jetzt nochmal links? Kann ich nicht, weil das ist ja die Kamera von dem. Ach so, na dann gehen wir nochmal. Nee, pass auf, ich hack mich nämlich jetzt in die Kamera, lock den dahin, dass der dahin glotzt. Pass auf, das wird jetzt profimäßig. Nee, wieso? Da hinten, also hier links, da hinten ist doch so ein Entriegelungsding gewesen, was wir jetzt benutzen können. Da die Kamera nehmen. Ja, aber dafür muss ich ja erstmal zu ihm rüber switchen, dass er hier hingeht. Zack. Und dafür muss ich ihn hier herlocken. Geil. What? Duh. Okay, das funktioniert. Dann müssen wir den umlegen. Okay. Zack. Ist das geil, oder was? Haufen Minigames irgendwie drinne. Und zack. Nee, so, jetzt, okay. Jetzt hacken wir uns hier durch die Systeme. Da fehlt uns, glaube ich, wieder irgendwas. Oh, mit Zeit. Jetzt ernsthaft? Ja, ja. 10 Sekunden noch. Sehr schön. Und da sind wir im Serverraum. Alter, ich bin so ein Hacker. Oh, Alter, Thomas der Hacker. Thomas der Hacker. So, was können wir hier hacken? CTZNOS. What? Was ist denn das da gerade? Gibt's hier irgendwas an? Was? Was war das? Das ist doch eine Privatwohnung. Sieht aus, als würde das CTOS die intimen Details der Bürger sammeln. Ah. Ein Wunder, dass DedSec das CTOS hasst. NSA, das grüßen, Junge. Aber... Das ist doch unser Neffe, oder? Nee, doch nicht. Oder? Nee. GPS ge... What? Also ich weiß nicht, ob mir Hacker jetzt durchsehen würde, der sich damit auskennt, aber ich sehe auf dem Bildschirm eigentlich nichts Verständliches. Da duscht jemand. Ja, das sind einfach x-beliebige Personen. Okay, na gut, ich würde sagen, wir konzentrieren uns mal auf hackbarer CTOS-Zugangspunkt. Na ja, dann los. Nochmal hacken jetzt. Ich bin dran. Was? Du meinst, du bist im CTOS? Jetzt schon? Skills. Ich sehe mir gerade das Netzwerk an. Du hast deinen Zugang und ich habe meinen. Das Profiler-System ist online. Jedermanns kleine Geheimnisse, ein Knopfdruck entfernt. Das Ding markiert alle möglichen Sachen im Bezirk. Ist schon unheimlich irgendwie. Das könnte sicher von Vorteil sein.
Aber geil. Achte auf den Online-Verkehr. Da könnten Fixer im Netzwerk sein. Wenn ich sie sehen kann, sehen sie mich auch. Okay, ich muss los. Ich habe zu viel Lärm gemacht. Gib mir Zeit, deinen Anrufer zu finden. Ich melde mich. Bad Boy, vor allem. Das ist so. Also wir haben uns jetzt eingehackt, um uns sofort wieder auszuhacken? Naja, wir wollten im Grunde doch... Ich hab's ja, wie gesagt, nicht geschnallt. Ja, wir wollen auch im Grunde jetzt rausfinden, was da los ist. Also vom wieder so ein Anrufding, wer unsere Familie belästigt und so. Ja. Aber wozu haben wir uns denn jetzt dafür eingehackt? Wenn jeder seinen eigenen Zugang hat. Bezirkszugang freigeschaltet. Skillpunkte erhalten. Okay. Wollen wir das gleich mal machen, wenn wir jetzt schon hier sind, oder? Naja, so mitten hier auf der Straße. Oh, Anruf. Oder? Hey, ja. Du musst was für mich erledigen. Jody. Was gibt es? Ich habe einen lukrativen Deal mit einem besonderen Kunden eingefädelt. Er braucht einen Fahrer. Nein. Die Sache ist, ich komme heute Morgen rein und sehe, wie Maurice sich aus dem Gästezimmer graben will. Also muss ich ihn wegbringen. Das Problem könnte ich einfach auf dich abwälzen, weil er schließlich dein Problem ist. Doch das ist echt nicht mein Stil. Ich bring zu Ende, was ich anfange. Und ich habe nur eine Bitte. Ja gut, schön. Ich mache es. Hey, ich will dich wirklich nicht zwingen. Ich sagte, ich mach's. Gut, um was genau geht es denn? Ist ein Lieferjob. Muss einen Typen fahren. Nicht zu schwer, hm? Aber denke mal daran, dass mein Ruf auf dem Spiel steht. Er bezahlt gutes Geld für den besten Fahrer Chicagos. Dann hat er Glück. Das ist jetzt aber nicht das Verbrechen hier nebenbei, ne? Das ist eigentlich der grüne Punkt, oder? Macht das jetzt hier trotzdem. Das grüne ist immer die Hauptmission. Und das ist jetzt hier das Nebenbei-Verbrechen. Das ist eine Nebenmission. Oder irgendwas auf jeden Fall, dieser... Das soll, hier soll er jetzt... Mögliche Gefahren achten. Ich bin ein Patriot. Vielleicht ist er wirklich lustig. Gut. Wusste gar nicht, dass die. Gib mal noch den anderen. Also, nichts damit zu tun, wie er aussieht. Der sieht nicht sehr. Meinst du den da? Ja, stimmt, ja, okay. Aber den kann ich gerade nicht hören. Warte mal. Schrei mich nicht an. Was hätte ich denn sagen sollen? Warte mal. Jetzt eingreifen und los. Hey, du fängst dir gleich was ein. Ey, jetzt hast du den Falschen abgeknallt. Zivilist getötet. Scheiße. Geil, aber siehst du, genau für so ein Pissen diese Dinger. Ja. Nicht schlecht, und mit Kreis kannst du dann umhauen. Ausschalten. Oh, der holt Verstärkung. Ausschalten, jetzt ausschalten. Der holt nicht Verstärkung, das sind einfach nur die Bullen. Nee, das stand gerade da, holt Verstärkung. Da brauche ich ja neutralisiert. Muss hier weg. Unverbessert. Ah, das ärgert mich jetzt, dass ich ihn getötet habe. Scheiße. Aber man muss da wirklich sauschnell reagieren, wa? Ja. Ist ja hart. Und ich wusste auch einfach nicht genau, wie ich jetzt reagiere. Ja. Nee, das ist halt so, also um das mal zusammenzufassen, während du hier abhaust. Du kommst halt an diesen Ort und... Alter, fuck. Und, kam der her? Wir müssen halt in diesem Moment, wo wir wissen, hier ist eine eventuelle Gefahr, darauf achten, wo die Gefahr ist. Und dann warten wir im Grunde, bis oben diese Gefahr kommt. Alter. Und dann ist hier viel zu viel Action, um das zu erklären. Da war geil, irgendwie von rechts kommt ein Bullenwagen, auf einmal dann der LKW irgendwie mit Ach und Krach weiterkommen. Und wenn die so ineinander krachen, das wirkt natürlich schon wesentlich mächtiger, so, wa? Als jetzt bei einem GTA oder so. Ja. So, da hast du noch so richtig die Bucht. Oh, das wird übel jetzt. Oh yeah. Mit X kannst du übrigens, so beim Rückwärtsfahren oder wie auch immer. Nice. Gut, dass wir das mit den Garagentoren genommen haben. Ja, wo geht's hier wieder raus? Irgendwo. Es ist ungewohnt, dich mit Auto rumfahren zu sehen, ohne dass der Weg so lang geht. Jetzt hast du wieder zugemacht. Ja, dachte, das passiert dann automatisch. Kannst du, hättest du ja nochmal drücken können jetzt. Okay. Stand ja wieder da, Tür. Okay. So, wo lang? Ich fahr jetzt einfach mal. Ja, einfach, fahr einfach. Scheiße, jetzt kommen die da von links wieder. Okay. Ah, jetzt bin ich gleich weg, jetzt bin ich gleich weg. Sehr gut. Sehr schön. Cool, Alter. Doch, die Action-Einlagen sind ziemlich geil. Flucht erfolgreich. 3 Jahre sind seit Eröffnung der ersten CTOS-Station vergangen. Seit einem Jahr arbeitet das System stadtweit.
Bei der Planung des CTOS behauptete Bloom, ihr neues Netzwerk würde den Chicagoern $800 pro Haushalt sparen. Der Regen sieht geil aus. Nach gut einem Jahr des Betriebs liegen nun Zahlen auf dem Tisch. Im letzten Jahr haben die Haushalte im Schnitt etwa $350 gespart. Obwohl dies nicht mal der Hälfte der Vorhersage entspricht, sagt Bloom, dass dank des CTOS immerhin alle Familien etwas gespart hätten. Oh, immerhin. Schön. Ja, gut. Geile Action. Was sagt denn jetzt gerade die Zeit? Okay, wir haben gerade die Hälfte rum. Ich würde sagen, dann können wir mal noch eine Hauptmission starten, wa? Würde ich auch sagen. Erstmal Karte. Muss natürlich jetzt White Wag. Ja, kann man sich da irgendwie porten? Drück mal. Nee, geht nur mit dem Versteck, kann man sich porten, ne? Ja. Ich würde auch, wollen wir vielleicht mal die Zeit nutzen, dann lass uns jetzt vielleicht mal sowas machen wie Klamotten kaufen. Hast du einen Klamottenladen? Haben wir überhaupt so viel Geld? Geschäft. Kleiderladen. Wir haben uns ja gerade erst einen Knarre gekauft, wisst ihr? Vielleicht sollten wir zu einem Geldautomaten gehen und uns ein bisschen Kohle holen? Dann gehen wir jetzt zum Klamottenladen. Okay, dann machen wir so. Das ist mein Deal, Alter. Ein Plan. So, und hier soll jetzt ein Geldautomat stehen? Kann ich mir ja kaum vorstellen. Oder ist das nicht ein Zeichen für Geldautomat hier? Nee, Handyspiel. Ach. Okay, dann nochmal neu die Karte auf. Boah, Alter, was fällt denn hier alles auseinander? Jetzt bauen die hier Unfälle und boah, ist halt viel zu kompliziert. Ich sehe hier nicht durch. Wie viel Geld haben wir denn überhaupt? Wo kann man das sehen? 2000 oder so. Ja, dafür werden wir 1500. Dafür kriegen wir doch bestimmt irgendwann eine Klamotte, Alter. Jetzt aber mal im Ernst. Ich hab einfach Bock, Geld zu hacken, wisst ihr? Ich meine, du wirst im echten Leben nicht sagen, ach, ich könnte mir jetzt 2100 Euro abheben, einfach so, aber ich mach's nicht, weil, ach, ich kaufe mir jetzt lieber Klamotten. Ja, wenn du jederzeit könntest? Naja, ich weiß nicht, aber wir haben's jetzt, naja. Na, mach jetzt mal. Du hast jetzt ein Pad. Boah. Das sieht geil, also der Geschwindigkeitseffekt ist irgendwie cool draufgelegt. Ja, das wirkt halt alles ein bisschen schwerfälliger, so, dass wenn du halt, also positiv schwerfälliger. Ja, weil das denn hier jetzt schon wieder ein Hack-Dingsbums? CTOS, Kontrollturm. Lords. Ach komm, wisst ihr was, den machen wir jetzt so. Na los, komm, bin da. Was auch immer das bedeutet. Ist das nicht sogar unsere Mission, unser Kampagnen-Symbol gewesen? Ich sehe gerade nicht, kommen wir hier rüber? Ja. Sie betreten Schwergebiet zurück. Wieso? Hier sieht uns doch keiner. Naja, aber vielleicht sollen wir erstmal hacken? Irgendwas? Können wir halt von hier machen. Ablenken. Okay, der kann Verstärkung rufen. Müssen wir jetzt hier wieder uns... Lokalisieren Sie eine Ware mit dem Zugangscode. Ist im Grunde wieder dieses Spielchen. Ich hoffe, dass es nicht jetzt nur Ditte ist. Also macht Spaß, ist cool. Aber wenn jetzt halt alle das, dann ist das doch ein bisschen blöd. So, und... Ja. Das wollte ich mich gerade sagen. Hat er mich gerade... Nein! Ja. Oh, oh. Ich hab's nämlich gerade aus dem Augenwinkel gesehen. Der hat so ein Ausrufezeichen über seinen Kopf. Ja. Mit so einem Balken, ich wenn der voll sehen. Ist. Gut, okay, hast du gesehen. Shit. Ja, was machen wir jetzt? Abhauen einfach, oder? Abhauen. Ja, gut, ciao. Mucke. Aber geile Mucke, schön Rock'n'Roll. Wir haben nur eine Toilette gesucht. Sorry, sie verlassen das Missionsgebiet. Ja, mach ich. Ja, okay. Ja. Naja, dann bricht er die Mission wahrscheinlich ab oder sagt er, dass die Mission nicht scheitert. Das wäre ja doof. Nee, müssen wir einfach später wiederkommen. Doch, was? Also, naja, man ist mal, dann verpflichtet mal. Oder wie? Tatsächlich. Man muss, wenn man drin ist, ist man drin, ja. Okay. Na gut. Ein bisschen schade. Also, müssen wir das jetzt machen. Nee. Doch. Man kann aber natürlich im Pausenmenü, also bei Optionen, die Mission abbrechen. Okay. Das geht. Ablenken, Kamera. Hat man den jetzt schon gefunden, nee. Wer da der Oberbeleuchter ist? Nee. Kann Verstärkung rufen, nee. Ablenken, sprengen. Nee. Gabelstapler. Nee. Wir versuchen es erstmal wieder auf dem üblichen Wege. Schaltkasten? Zum Öffnen oder Schließen hacken? Also soll ich jetzt erstmal irgendwie Ablenkungsmanöver starten oder was? Nee, du suchst jetzt einfach erstmal die Leute ab. Und hackst dich von Kamera zu Kamera. Das ist menschenhandelsverdächtig. Kann Verstärkung rufen. Ja, aber mehr Kameras sehe ich jetzt hier gar nicht. Ja, geh mal weiter links. Und der da hat noch eine Kamera. Jetzt versteckte Kamera. Und da hinten ist nämlich auch noch einer.
Ja, ah, Mist, die kriegen nicht drin. Fernzugriff? Brauche ich ja jetzt nicht. Da ist eine Kamera, da ist eine Kamera. Also es sind auf jeden Fall mehrere Kameras hier noch. Hier waren wir jetzt schon. Guck mal da, den haben wir noch nicht. Körperverletzung. Mach mal die Tür auf. Ja. Mach mal, Alarm. Es kommen da hier bestimmt ein paar Leute dazu. Ha, war Zugangscode? Mhm. Nein! Und auf. Und Typen hacken. Los. Jetzt. Sehr schön. Jetzt hacken. So, wo ist jetzt der? Da hinten. Kommen wir denn jetzt da hin? Geh erstmal raus, würde ich sagen. Raus? Na, komplett raus, ja. So, okay. Wollt du mal gucken, wo er von der Lage aus ist, ob er vielleicht von einer anderen Stelle aus irgendwie rangehen. Was liegt mir da? Ist auf jeden Fall ein bisschen weiter weg. Deswegen, geh mal, markier dir da mal einen Punkt am besten. Nein, nein. So. Zack, und dann gehen wir da mal hin. Hat Personal Trainer, na, so sieht's auch aus. Aha. Mir fällt nur gerade ein, wenn wir zu einem Geldautomaten wollen, müssen wir natürlich auch erst wieder Leute hacken. Na, haben wir nicht die ganze Zeit Leute noch auf dem Schirm oder holen wir dann von allen, die wir jemals gehackt haben? Denke mal eher so. So, wie kommen wir da jetzt drin? Warte mal, die gucken doch da alle gerade. Können wir uns vielleicht drin stelzen? Ich weiß nicht, ist ein bisschen risky. Nachher müssen wir wieder von vorne anfangen. Ich würde sagen, wir kicken lieber, dass wir wieder über die Kameras oder so rinkommen. Da ist der Tor, mach mal. Ne, mach nicht zu. Guck mal, da oben ist da eine Kamera, geradeaus. Mach mal auf. Und jetzt ein bisschen links, also nordwestlich sozusagen. Ist das nicht eine Kamera? Nee. Nee, wir müssen nochmal zurück. Pass auf. Wir brauchen auf jeden Fall die Kamera, dann gibt's ja noch diesen Typen mit der versteckten Kamera drinne. Den hacken wir dann. Da ist eine Kamera, sehr schön. So, dann nehmen wir uns die Kamera. Dann holen wir uns die Kamera. Und wenn der sich jetzt gleich... Da, die. Scheiße. Wir sind da, aber da ist auch noch eine. Wir schleichen uns sozusagen von außen ran. Nicht. Oder? Komme ich jetzt wieder zurück? Ich glaube nicht. Ruft Verstärkung. Ist ja egal. Gibt jetzt noch keinen Grund. Wir müssen jetzt also irgendwie an den... Ich komme nicht mehr an den... Ich kann den Typen jetzt hier rechts nicht... Oh, ich muss nochmal zurück. Schade, dass man nicht die Kameras einfach einzeln wieder Schritt für Schritt zurück kann. Ja, ich glaube, ist... So, den Typen bräuchten wir. Nehme ich jetzt mal an. Pass auf, wir machen das mit Sprengen jetzt. Das ist mir jetzt zu komisch. Ja, wir müssen ja zu dem Wegpunkt, also... Naja, aber wie sollen wir denn da hinkommen? Der hier bringt uns auch gar nichts. Wo ist der nächste Kampf? Nicht am Telefon. Komm schon mal, hilf mir mal, alten Freund. Hä? Na, das ist nur wieder so ein Ablenkungsding. Da ist zum Beispiel nur einer. Na, da waren wir da schon. Da waren wir schon. Ich sehe nicht durch. Müssen wir vielleicht uns einfach wirklich persönlich reinschleichen? Naja, wir wollen nicht selber an den Server rum. So viel ist klar. Wir müssen halt einfach einen Kameraweg finden, der uns zu diesem Punkt bringt. Also wir müssen halt irgendwie Einsicht zu diesem Punkt da kriegen. Also wir müssen vielleicht... Aber wir haben jetzt fast jede Kamera... Da könnte noch jemand sein. Jede Kameraperspektive irgendwie ausgecheckt. Das ist ja hergelockt. Eben. Wow! Möglicher Feindkontakt in meinem Bereich. Nee, nee. Ich mach die Waffe scharf. Schalldämpfer kannst du rumknallen. Hast du drauf schon? Ist nicht mein Problem. Und los. Sehr schön. Gut, das ist jetzt natürlich nicht die feine englische Art, aber das geht auch mal so. Ja gut, wir könnten theoretisch auch alle abknallen, ja, das geht auch. Nee, also der Fernzugriff wäre mir schon lieber natürlich. Naja, zack, so, pass mal auf. Da müssen wir hin.
kann Verstärkung rufen. Ja, aber der braucht halt keine Verstärkung rufen. Das braucht er halt nicht. Nee. Oder muss ich da oben irgendwie rin? Schaltkasten? Haltet ihn im Auge. Hat der jetzt nochmal gebracht? Ja, nischt. Kabelstapler bringt mir auch nicht. Was ist denn da? Da ist eine Kamera. Das ist der Typi. Also ich glaube schon, dass wir zu dem versteckten Kameramenschen müssen. Ja, aber von der jetzt aus irgendwie dann? weiter hier links irgendwas. Halte die Augen auf. Jetzt guck nach links, guck nach links. Ja, pass auf, der dreht sich ja bestimmt gleich um. Ach so, das kannst du jetzt gar nicht steuern gerade. Nee. Ah. Der bewegt sich ja frei rum. Ich glaube schon, dass wir zu der Kamera müssen. Aber der guckt halt nicht dahin, wo wir denn hingucken müssten, wisst ihr? Kann ich hier die Auto-Alarmanlage? Mann! Guck mal, da ganz links ist ja auch noch eine Kamera. Na, die hatten wir schon, da gucken wir halt nur, also auf der waren wir schon. Gut, also rechts ist auf jeden Fall, wir müssen ja irgendwie Richtung dahin, also geradeaus jetzt sozusagen. Ja. Also müssen wir ja über den versteckten Typi und dann die Kamera da hinten nehmen. Also jetzt, wenn du mal den versteckten Kameramenschen nimmst. Ja, wo ist denn der jetzt? Welcher ist denn der da? Ist doch der da. Da ist er. Na. So, und das sieht doch schon mal gut aus. Und jetzt. Nee. Pass auf, warte mal. Ach guck mal, die sind jetzt alle da hinten abgelenkt. Ach, genau da, wo wir hin müssen. Oh. Na, ha. Oh. Okay, aber jetzt können wir da hochgucken. Guck einfach da hin, schnell. Bevor sie hochkommen. Alles sauber. Heck schnell einfach. Heck einfach schnell. Nee. Scheiße. Der holt Verstärkung. Was? Wo ist der jetzt hin? Ja, Kreis musst du machen, wenn du... Ja, nee, hab ich gemacht. Ging nicht. Hat er nicht gemacht. Oder ausschalten. Also, Viereck. Kaufst die Action jetzt hier? Und so von links. Alter! Okay. Gut, na dann diesmal halt auf die Methode. Boah, ey, übrigens, wir haben Sturmgewehr. L1. Ja, stimmt. Entschuldigung. So. Tja, ist jetzt die Frage, kommt die Verstärkung, hebt das Zeug auf die Muni und alles. Na, reicht doch, wenn ich drüber laufe, oder? Nee, Dreieck. Nee. Doch, guck, sammelt da einen, wenn ich drüber laufe. So, dann hacken wir jetzt den Quatsch hier. Nee, Dreieck, da steht's doch. Hä? Ah ja. Nee, das war nur die Pistole. Naja, wir wollen auch Pistolen haben. Gut, na, wir halten das jetzt noch und dann ist es schön. Zack. Geht nicht. Scheiße. Da oben. Ist doch. Jetzt. Nee. Du musst der erste da oben machen. So. Jetzt da oben hacken. Hä? Zack. Ah, okay. Stehst du? Und jetzt so? Nee. Doch. Jetzt hackst du das linke hier so, dass es darauf geht. Und dann geht das nämlich darüber. Und jetzt musst du das nämlich da unten auch noch dahin hacken. Und dann haben wir es. Gut. Wo steht denn die Zeitangabe? Da hack jetzt gar nicht. Da ist nicht immer Zeit. Okay. Das ist nur, wenn es rot ist. So, ich will jetzt aber eigentlich gerne nur das Hauptteil hacken. Da hinten. Ja, das ist jetzt so was wie der Wachturm. Guck, jetzt wird das nämlich erkenntlich hier. Genau. Gut, so, haben wir das geschafft? Nehmen wir noch das Zeug mit, was wir kriegen können. Guck dich noch kurz um hier bei den Typis nach Waffen und sowas. Energie, schön. Und dann würde ich sagen, verpissen wir uns hier aber ganz schnell. Und der Part ist dann auch am Ende. Ja, und beim nächsten Part gehen wir aber Klamotten kaufen. Auf jeden Fall. Gut, das macht dann wieder Krischi. Hau auf jeden Fall erstmal kurz ab noch. Das ist hier auf jeden Fall ein bisschen heikel. Der hat ja eigentlich Verstärkung gerufen. Na, ich glaube, wir haben den wirklich ganz knapp vorher noch, bevor der Dreieck wirklich voll war, dann... Kann sein. ...weggemacht. Boah, geil, Muscle Car. Krass. Ich würde sagen, wir porten uns mal kurz zum Versteck.
Geh mal eine Runde pennen. Und dann beenden wir da den Part. Kann man denn eigentlich nur da speichern? Weißt du, da hast du Nee, er macht Autosaves. Aber da hat man im Grunde den Speicherpunkt unter Kontrolle, weil du gehst halt pennen und speicherst somit. Nee, aber dass es nur da geht dann halt. Okay. Also man könnte jetzt nicht, müsste halt immer nach Hause fahren, wenn ich das richtig verstanden habe. Oh, ist egal. So. Steht hier jetzt direkt vor unserer Tür? Sehr schön. Cool. Na dann, hier war jetzt schlafen, würde ich sagen. Stehen wieder früh um 9 Uhr auf. Und wir sehen uns dann morgen. Beim nächsten Part. Watch Dogs. Tschüssing. Tschüss. Ciao. Ah ja, gut. Ist jetzt wahrscheinlich wieder ein Traum, wa? Meinst du? Ach nee, das war jetzt einfach nur der Zeitraffer. Alles klar. Cool. So, jetzt aber. Tschüss.